Hi, ich bin Oliver, Projektmanager beim Global Nature Fund. Im Rahmen des EU-geförderten Projektes Insektenfördernde Regionen setzen wir zusammen mit Landwirtinnen Maßnahmen um, die die Biodiversität in Agrarlandschaften steigern sollen. Ich stehe hier im Wendland auf einer Fläche einer unserer Projektbetriebe. Und zwar ist das hier eine Fläche, in der weite Reihe im Getreide mit Selbstbegrünung als Maßnahme umgesetzt wird. Zur Maßnahme: Die Saatdichte hier wurde reduziert, das heißt 50-70% der konventionellen Dichte. Das erreicht man zum Beispiel durch den doppelten Saatreihenabstand. Dann wird die Düngung angepasst, die entsprechend auch reduziert wird. Und man verzichtet auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, insbesondere Insektizide und Herbizide. Und es findet nur eine reduzierte oder sogar keine mechanische Unkrautbekämpfung statt. Warum ist die Maßnahme sinnvoll? Lichtere Bestände fördern das Auflaufen von Ackerwildkräutern. Da will man also das Samenpotenzial nutzen, was hier schon im Boden ist. Und dadurch können so Kräuter wie Klatschmohn oder Feldacker-Rittersporn oder die Kornblume, die, wo der Samen hiervon im Boden ist, kann wieder auflaufen und so Blühaspekte schaffen. Das bietet Nahrung für Insekten, die sonst wenig Nahrung in einem Getreidebestand finden. Der Verzicht auf Herbizide und Insektizide lässt also dann die Biodiversität auf der Fläche auch erstmal zu und es wird nicht unterbunden. Hier möchte ich aber erwähnen, dass die Maßnahme besonders für magere Standorte geeignet ist, da sonst auch zu viel Begleitflora auftaucht, die man nicht unbedingt haben will. Dann ist die Maßnahme auch gut für Feldvögel. Die können in einem lockereren Bestand besser landen und fühlen sich wohler. Und so gilt für die Feldlerche, mögen diese lichteren Bestände und nutzen sie gerne als Nistplatz. Und dadurch stellt die Maßnahme eine Extensivierung der Agrarlandschaft dar. Und also eine extensive Form ist ja das, wo sich viele Arten über Jahrhunderte in Europa dran angepasst haben und die aber nicht so gut mit unserer intensiven Agrarlandschaft klarkommen. Und so kann der Getreideanbau biodiversitätsfreundlicher gestaltet werden. Wenn ihr Fragen habt, stellt es uns gerne, kommt gerne auf uns zu. Das war's mit unserem ersten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, tschüss.